Hallo zusammen, ich habe eine Zuschaueranfrage, wie sich die Batterien entladen und laden lassen. Ob sich die parallel entladen und laden. Was habe ich gemacht? Ich habe hier zwei Batterien. Ich habe sie zwar vom Test noch stehen gehabt, aber wir sehen hier besser die Verkabelung. Ich habe auf der einen Seite eine Zuleitung, das geht hier hin und das Plus geht hier hin. Also ihr müsst übers Kreuz anschließen und ich habe hier zwar relativ lange Kabel, die Verbindung von hier nach hier und von hier nach hier. Aber wichtiges Laden darf ich dann nicht hier, sondern eben über Kreuz. Von dem her, das hat wunderbar funktioniert. Die Batterien waren beide etwa bei 40%. Die eine bei 42 und sie sind miteinander gestiegen. Die Ladeströme waren, ich habe hier ein 40 Ampere Ladegerät. Da mache ich euch ein Video drüber, hier oben. Und die Ladeströme waren gleich. Beim Entladen, ich habe hier einen Föhn. 2000 Watt mit einem Wechselrichter, 2500 Watt, Spitze 5000 Watt. Auch hier die 160 Ampere, die dieser zieht. Ich habe es mit kleinem Strom probiert, mit großem Strom probiert. Hier gehen die zwei Kabel von diesem Wechselrichter, gehen zwei 16 Quadrat Kabel. Hier, einer hier und einer hier. Und bei Minus gehen die zwei Kabel hier und hier, also ich brauche immer eine gleich lange Verteilung. Auch die Verbindungskabel müssen gleich lang sein, dann ist das Entladen und Laden überhaupt kein Problem. Die Batterien geben den gleichen Strom ab. Die Batterien sind gleich alt, sind gleiche Größe. Wenn ihr wünscht, ich mache noch einen Test, das verlinke ich euch dann irgendwo da hinten, mit den eigenen Batterien, ob das da auch funktioniert, das ist, kann ich nicht beantworten, das werde ich aber rausfinden. Und ich werde einen Test machen, den verlinke ich euch dann da unten, irgendwo hier, mit einer Liontron und einer von uns, wie sich die zwei Batterien halten. Aber mit zwei Liontron, unberuhigt, die laden sich miteinander und entladen sich miteinander. Bedingung ist klar, dass sie richtig angeschlossen werden. Ja, das hoffe ich, die Frage beantwortet haben und ich wünsche euch einen schönen Tag.